Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Leitindex einmal mehr im Rekordlauf gezeigt, zumindest zum Auftakt des Handelstages. Es ging rauf bis auf 13.795 Punkten. Diese Marke, die sollte man sich jetzt zunächst erst einmal merken, denn danach haben wir so ein bisschen die Gewinne wieder abgegeben und sind nur noch moderat freundlicher unterwegs mit einem Plus von 0,2%, 13.767. Der Stand jetzt hier, denn es fehlen einfach die klaren Impulse. Die Börse in den USA, die bleibt aufgrund des President's Day nämlich heute geschlossen. Wir haben das Schwergewicht Bayer, was auf die Stimmung drückt, aber der Automobilsektor, der ist gefragt und somit halten wir hier uns heute quasi die Waage. Werfen wir einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex und da sehen wir an Platz 1 das Papier von Wirecard, gefolgt von Varta, Nel, PowerCell Sweden und BASF. Wirecard ist ein Papier, auf das wir schauen werden. Die Aktie, die weitet ihre Verluste vom Freitag weiter aus. Es gibt einen Medienbericht, dem zufolge der Zahlungsdienstleister eine erste Anhörung im Verfahren gegen die Financial Times vor dem Münchner Landgericht abgesagt hat. Und das sorgt jetzt einmal mehr für Unsicherheit bei den Anlegern. Wann das Verfahren tatsächlich weitergeht, liegt in der Hand des Unternehmens, war zu hören. Und der Vorwurf von Wirecard an die Financial Times ist, dass Mitarbeiter der Financial Times mit Leerverkäufern unter einer Decke stecken, die eben auf fallende Kurse der Aktie spekulieren. Wirft man einen Blick auf das Papier von BASF, dann ist es eine drohende Millionenstrafe in den USA, die das Papier von BASF, aber eben auch von Bayer heute belasten. Denn eine US-Jury, die verurteilte beide Konzerne im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter dicamba zu einer Zahlung von insgesamt 265 Millionen US-Dollar an einen Pfirsichbauer aus Missouri. Die Entscheidung der Jury, die könnte wegweisend sein, heißt es, für 140 weitere Klagen. Bayer hatte argumentiert, das Mittel sei sicher, solange man es richtig anwendet. Berichten zufolge will Bayer in Berufung gehen. Von BASF selber gab es bisher noch keinen Kommentar. Nun der Blick auf die meist verkauften Werte beim Online-Broker Flatex und auch da an Platz 1 das Papier von Wirecard, gefolgt von Varta, Bayer, Daimler und PowerCell Sweden. Und bei PowerCell Sweden, da legt die Aktie zum Wochenauftakt mächtig zu. Grund sind News aus Japan. Der japanische Konzern Inabata sichert sich eine exklusive Partnerschaft mit dem Brennstoffzellen-Spezialisten. Die Kosten, die dürften nach unten gehen bei PowerCell Sweden, sobald die Massenproduktion startet, heißt es. Und auch PowerCell Sweden selber ist begeistert von seinem Partner in Japan. Japan hat als Land ist nämlich führend für Brennstoffzellenbereiche und Inabata hat eine starke Position im Bereich für erneuerbare Energien. So viel von mir und heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann morgen am Dienstag auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.